Da bin ich vorhin vorbeigelaufen. Zugangskarte zum Labor Universaltransporters. Zugangskarte Labor Universaltransporters, okay. Ich wusste nicht, dass es eine separate Transportkarte dafür gibt. Das war mir neu. Aber gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück, weil wir haben ja jetzt die eine Stufe da freigeschaltet. So, das heißt, ich kann doch jetzt hier drüben, genau, in das Labor hier gehen, oder? Nice. Alter Falter, das geht ja hier noch eine... Surely the compounds used to make the gas are still in here somewhere. Also wir suchen ja das Gas, dieses 320er, was wir wahrscheinlich separat, bin ich auch ehrlich, wahrscheinlich mixen müssen. Also wir müssen das wahrscheinlich, das ist erstmal wichtig, save, besser Bescheid. Ja, deswegen habe ich mir auch noch das Tagebuch vorsichtshalber dabei. Weil, ich gehe mal davon aus, dass wir die Sachen organisieren müssen. Oh lol. Ist das jetzt dein Ernst? Sind das jetzt diese vier Knöpfe, die ich drücken muss, um... Was war denn das? Um diesen einen Dingensbummens zu bestätigen? Ja. Sechs Knöpfe, damit ich das Ding zurücksetzen kann, damit ich da dann irgendwie anscheinend irgendwie raus kann oder so. Lul. Okay. Ja, krasse Geschichte, okay. Komme ich dann raus oder lasse ich dann was raus, was nicht raus sollte? So, das sind jetzt nämlich die drei. So, dann muss ich wahrscheinlich auf die andere Seite, die anderen drei. Und dann muss ich mich noch dran erinnern, wie ich da hinkomme, wo ich diesen Befehl ausjagen konnte. Dieses Zurück. Ach ja, da wo ich meine Karten, glaube ich, generiert habe. Dann muss ich, glaube ich, da wieder zurück, ne? Um diesen Reset anzustoßen, diesen manuellen Punkt. Achso, jetzt komme ich hier gar nicht dahin. Also es bleibt uns nichts anderes übrig, als über den Fahrstuhl und dann über eine andere Etage an die anderen Treppen zu gelangen. Okay, dann fangen wir mal mit der Stufe 3 halt an. Und gucken mal, wie weit wir da laufen können, beziehungsweise ob wir da irgendwas anderes noch eingesammelt haben. Wir gucken jetzt nämlich einmal hier, gehen jetzt hier hoch und schauen jetzt erstmal hier rein und finden... ein Freund. Und hier können wir einfach durchrennen, was ist natürlich das Ganze sehr angenehm macht. Maschinengewehr. Ich gehe auch ganz ehrlich davon aus, dass wir am Ende gegen den Sohnemann, der uns ja eh schon die ganze Zeit verfolgt, quasi noch ein Endkampf-Szenario machen müssen. Plasma-Dium-Verbindung. That's one of the ingredients. It's one of the ingredients. Ja, das ist ja auch so einfach, die Sachen da zu finden. Puh, was haben wir denn hier? Leco mio am Aso, Alter. So, Pi, 3, SZ und dieses komische K, okay. Wieder Revolverkugeln, die ich nicht benötige, weil ich den Revolver kaum nutze. So, okay. Dann habe ich zumindest schon mal das. Aber das ist jetzt auch nur das eine. Okay. Okay, was haben wir hier? Meine liebe Sarah, unserem Jungen geht es gut. Er leidet in letzter Zeit unter geringfügigen
Schmerzen, aber er hält sich tapfer. Sein Körper reagiert viel schneller auf die Behandlung, als ich erwartet hätte. Aquiles ist etwas Besonderes, Sarah. Daran habe ich keinen Zweifel. Sämtliche Verletzungen heilen schneller als zuvor. Und seine körperliche Stärke ist um ein Vierfaches gestiegen. Unser Sohn konnte eine Stahltür mit den bloßen Händen aus den Angeln heben, Sarah. Mit den bloßen Händen. Und von Tag zu Tag wird er immer stärker. Es wird nicht mehr lange dauern und unser Junge wird sich nie wieder vor Schmerzen fürchten müssen. Aquiles wird der Maßstab sein, an dem sich die ganze Menschheit messen lassen muss. Ich liebe dich. Dein Davi. Okay, der Typ hat auch nicht mehr so richtig alle... Ja. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber gut. Was willst du halt machen? Nein. Im Ernst. Gut, komm mal her. Jetzt kommt nämlich meine Maschinenpistole. Da habe ich mich noch gewusst. Balla dabei. So. Du auch noch? Nope. Du nicht. So. Wir sind jetzt hier in dem nächsten Labor. Und wir finden hier ganz viel komisches Zeug. Was ist das hier? M-Zellen plus Zyklen. Only one more to go. Okay, und dann haben wir... Was? Genau? Ja, ist mit... Okay, wir haben hier schon mal was vorbereitet. Okay. So, wir können nicht noch weiter runter. Das heißt für uns, wir gehen jetzt wieder eins hoch, aber mit dem Fahrstuhl dann wieder eins weiter runter. Oh, zu gucken, ob wir da das nächste Gas finden, beziehungsweise eigentlich suche ich ja nach den Knöpfen, die man so drücken könnte. Gehen wir erstmal nach oben. Alter, der hat mich jetzt aber auch schon wieder erschreckt. Oh, er hat ein bisschen durch die Treppe getreten, aber gut. Okay, hier hinten haben wir zumindest schon mal ein Knöpfchen, was wir drücken können. Flup! Knöpfchen Nummer 4. Von 5, also von 6, nicht von 5. Fehlt uns noch 5? 6. Hier ist der Fahrstuhl und jetzt gehen wir nicht weiter runter, weil wir hier nicht weiter runter können. Also, nächste Etage. So, in der nächsten Etage geht es hier lang. Das heißt, hier dürften wir vielleicht zu einem nächsten Labor kommen. Nein. Also, zumindest noch nicht hier. Also, hier müssten wir jetzt eigentlich ja noch mindestens 2 Knöpfe drücken können über diese Etage. Und ein Labor finden. Waren wir hier nicht? Also im Worst Case, es ist wirklich... hier waren wir doch schon. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal den vorletzten Knopf. Achso, ja, hier kommen wir ja nicht weiter runter, genau. Hier war das ja das Problem, dass der da nicht runterkommt, genau. So, jetzt habe ich aber trotzdem noch einen Knopf und ein Mittel, was ich suche. So, hier runter kann ich nicht. Das heißt, ich kann, wenn, dann nur hier hin. Das war jetzt, glaube ich, nicht gewollt, oder? Ich kann hier nicht durch, ich kann da nicht durch. Ich kann keine Türen öffnen. Ich kann mich nur in der Ebene bewegen und oder in der Ebene. So, in der Ebene habe ich meinen Safe Point plus den Fahrstuhl. Den Fahrstuhl kann ich aber nicht rufen, weil das Modul zum Rufen abgeknickt ist. Und anscheinend auch nicht mehr reagiert. Egal, was ich mache.
nun sind wir hier wieder angekommen. Nachdem ich ein Reset gemacht habe und einen Bug hatte. Und ich eine Etage runtergefallen bin und dieser wunderschöne Fahrstuhl hier für uns nicht mehr erreichbar war. Im Umkehrschluss selber, dadurch, dass ich dann meine Speicherpoints überschrieben habe, musste ich das Spiel bis zu diesem Punkt nochmal erneut durchspielen. Nice. Auf jeden Fall haben wir das ganze jetzt hier gemacht und in dem Playthrough bin ich leider hier schon an den Punkt gekommen. Das habt ihr leider nicht gesehen, aber das soll gar nicht das Problem sein, weil ich zeige euch, wie wir da hinkommen. Und was uns auch noch fehlt, ist die letzte Chemikalie, damit wir endlich dieses 320 sonst was Gas da machen. So. Genau. Wir müssen nämlich hier runter. Und hier war ja das mit dem Gas, ne? Genau. Hier hinten haben wir ja schon die Kanülen zwei Stück drin, plus den Auffangbehälter. Und wir müssen jetzt noch die dritte finden. Und was mir eben halt auch aufgefallen ist, hier hoch komme ich quasi an den Punkt, damit ich den ersten Schalter drücken kann. So, weil wir haben jetzt nämlich alle sechs Schalter gedrückt. Und wie gesagt, uns fehlt jetzt nur noch die Chemikalie. Aber ich war auch noch nicht in diesem Labor hier drin. Dementsprechend hoffe ich mal, dass wir hier die Chemikalie finden. Vielleicht? Ach, hier waren wir ja schon. Lul. Okay, hier waren wir schon. Hier haben wir ja die eine Chemikalie gefunden. Dann waren wir hier schon. Warte mal. Da kommen wir nicht hin. Okay. Aber hier kommen wir hin. Okay. Hier holen wir mal unsere Pistole raus, vorsichtshalber. Sollten die vielleicht auch erstmal nachladen. Wäre nicht so verkehrt. Beziehungsweise, genau, lad die auch mal nach. Wir laden jetzt erstmal kurz alles nach. Und weil es da hinten so grün leuchtet, gehe ich von aus, dass da eventuell die Chemikalie zu finden ist. Genau, wir werden jetzt uns eher mit der MP, verteidigen. Weil davon haben wir am meisten Munition. Gut, gucken wir erstmal hier rein. Okay, now I just need to synthesize the gas itself. Okay, jetzt können wir das Gas zusammensetzen? Damit wir gegen den Sohnemann von Davies kämpfen können. Also, packen wir das jetzt da hin. Und wie kriege ich jetzt das Ding gestartet? Ach, hier muss ich jetzt die Prozente angeben. Warte mal. Tagebuch. Weil in dem Tagebuch haben wir ja das Rezept, wenn ich mich nicht ganz täusche. So, richtig? 30, 20, 50. Verbindung A erfolgreich. Just need to make the other compound. Das heißt, ich kann das jetzt hier mitnehmen. Only one more to go. Okay, warte. Na, dann machen wir doch gleich noch die zweite Mischung. Einmal schließen. So. Thank God I have investigated notes. Alright. Time to head to Underground 3. Okay. Auf geht's in Keller 3. Hier geht es nämlich weiter. War das hier mit dem PC? Nee, ne, das war nicht hier. Doch, das war hier, die Sicherheitstür. Manuell entriegeln. Dann schauen wir mal, was passiert. Okay. Und weiter geht's. Nice. In die nächsten Labor. In den nächsten Laborbereich.
Okidoki. Na dann. Gehen wir doch mal dahin. Schauen uns, was uns hier so erwartet. Erstmal haben wir hier wieder. Did Stephanie run off to? Use the gas before that monster comes back. Ja, wir machen das gleich mit dem Gas. Wir lesen uns erstmal hier kurz das alles durch. Meister, in deiner Abwesenheit hat der Heilige Vater die Experimente fortgesetzt, die du vor deiner Abreise für uns vorbereitet hast. Unsere Versuche, die menschliche Gestalt zu verbessern, wurde ordnungsgemäß ausgeführt. Aber ich kann mich nicht mit den schrecklichen Dingen versöhnen, die ich meinem Sohn Aquiles angetan habe. Bei dem Versuch, mich an deine Prinzipien und Lehren zu halten, habe ich meinen Jungen in ein Monster verwandelt. Meine Hingabe zu dir und deinen Zielen steht außer Frage, aber ich kann es nicht mehr ertragen, wenn ich sehe, was aus Aquiles geworden ist. Ich glaube fast daran, dass du bei deiner Rückkehr dort erfolgreich sein wirst, wo ich versagt habe. Mein Pfad endet hier, über das Prinzip des freien Willens. Davi Meneses. Ja, wunderbar. Ja, Davi Meneses. Das heißt jetzt aber, wir müssen wahrscheinlich jetzt in irgendwo irgendwie diese Ampullen reinklatschen. Oh Gott, eine Gasmaske. Okay, die setzt der auch gleich auf. Oh Gott, hier sieht es richtig nach Endboss-Fight aus. Medikit, okay, wir kriegen hier wirklich eine Menge. Na, dann lasst uns doch mal kurz gucken. Gucken gehen. Was uns hier so eventuell erwartet. Okay. Einen roten Knopf kann ich drücken. Oder auch nicht. Gut, ist das jetzt gut oder? Lol. Als ob ich jetzt hier reingehe. Okay. Hier kommt Verbindung A rein wahrscheinlich. Cool. Und hier kommt Verbindung B rein? Ich hoffe, das stimmt noch alles, was ich mir jetzt hier so vorstelle. Okay. Und geht's? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wer ist er denn? Zu schwächen. Kannst du schlucken, ey. Okay.
Mach. Hin. Nun dreh doch! Okay. Du frisst jetzt erstmal so viel Schrot wie nur geht. Der tat weh. Bin ich ehrlich? Alter, wie viel kannst du? Wie trägst du? Junge! Nicht mehr so viel Munition. Nicht mehr so viel Munition, so müsste ich das schon. Ja. Zweite. Wir haben es gleich. Dreh. Meine Fräse. Come on. Geh mal hin. Reicht das? Bitte! Ich hab kaum noch Munition! Please! Oh, unsere Gasmaske ist undicht. Das geht nicht gut aus. Roberto, das ist schlecht. Was ist mit dir los? Komm, steh auf! Komm! Du hast es doch fast geschafft! Okay, und? Cheese! Ist er jetzt tot? Also wir wahrscheinlich auch, weil unsere Gasmaske hat einen Leck. Das heißt, wir sterben wahrscheinlich genauso, oder? Das würde mich jetzt wundern, wenn wir überleben würden. Weil das Gas soll ja extrem giftig sein. Das Bergwerk. Lass mich raten, jetzt spielen wir hier schon wieder hier Olle Christoph Kolumbus, den Typen. Diesen Christoph, hey. Und ich habe wieder keine Taschenlampe. Es ist doch wieder. Habe ich denn die. Okay. Witzigerweise habe ich noch das ganze Inventar von Christopher. Also von unserem letzten Flashback.
Und jetzt sind wir in der Mine. Was auch immer wir in diesen Minen machen wollen. Was passiert jetzt? My God. What is this? Who are you? Are you real? It's you. This is all your fault. He never wanted to help you. You forced him to do it. We were supposed to be together forever. And you ruined everything. I don't. If no one else wants to stop you, then I will. Ja, das bringt anscheinend nichts. Okay, aber sie hat es auch nicht geschafft, uns zu töten. Also, Christopher meine ich. Wahrscheinlich. What is this feeling? Wegen dem Artefakt? Also, dieser Sphäre? I feel stronger. Okay. Also, ich weiß ja nicht. Ich habe meine Gasmaske wieder aufgenommen. 20. September 2060. Emily, ich möchte, dass du weißt, dass du das Beste bist, was mir je passiert ist. In unseren Adern mag nicht dasselbe Blut fließen, aber ich liebe dich immer noch von ganzem Herzen, mein liebes Mädchen. Mir ist klar, dass du die Arbeit von Christopher und mir verabscheust. Aber du musst verstehen, dass wir keine andere Wahl haben. Wenn unsere Arbeit am Universaltransporter abgeschlossen ist, können du und ich von hier fortgehen für immer zusammen sein. Danach können wir tun, was immer wir wollen, über das Prinzip des freien Willens. In Liebe, R.L. Who is R.L.? Das ist die Frage, die ich mir auch gerade so gestellt habe. So, wir gehen jetzt erstmal hier rechts lang, glaube ich, und kommen. Was ist denn das? Das ist ein Bergwerk? Das sieht doch nicht richtig aus. Das war schon mit der Rückblende? Hätte ich doch erstmal links langlaufen sollen? Oder war das jetzt meine Auswahl wegen links und rechts? Als ob der Vater überlebt hat. Vor allen Dingen, wo sind wir? Wir sind jetzt ganz woanders. Roberto? Roberto? Alles klar bei dir? Wahrscheinlich nicht. Wo gehst denn du jetzt hin? Okay. Also wir versuchen, trotz kaputter Gasmaske, anscheinend irgendwie halbwegs aus dem schlimmen Bereich rauszukommen. Damit wir überleben? Oder mutieren wir jetzt auch? Sind wir jetzt einfach nur die nächste Stufe? Wo ist Stephanie, wenn man sie mal braucht? Ich kann kaum was machen. Also ich kann jetzt nur vorwärts laufen. Also, ne? Ich kann hier kaum interagieren mit irgendwas. Also eigentlich gar nicht. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Was steht hier? Es gibt keine Wahl.
Ja, doch, eigentlich schon, aber... Ich glaube, Roberto. Mit Roberto geht's zu Ende. Außer, das Gift kann hier nochmal irgendwie aus Roberto raus. Aber ich glaube, Roberto ist... im Ass. Was sind wir? Was sind das? Sind das Crew-Kapseln? Also... Ja, hier links und rechts. Also wir kriechen jetzt einfach. Da ist Emily. Können wir sie endlich befreien? Also, ist Emily auch denn immer diese Tochter, die uns begegnet? Die uns ja wahrscheinlich helfen will. Also... Das ist jetzt eine Theorie, ne? Dass die ja gar nicht böse ist. Push the button. Jetzt drück doch den Knopf. Vielleicht kann sie uns ja helfen. Vielleicht hat sie ja magische Kräfte. Who knows? Also es ist... Die Steuerung lässt mir gerade nichts zu. Hallo? Dad? What? I'm not... You're not my... Daddy... Please... Roberto ist der Vater. Entire week and I still don't have anything useful for the report. All I've done this whole time is run myself around in circles. Huh? What the fuck is that? Did you come from? Please forgive me. I never wanted to hurt you like this. This is the only way, Dad. You have to go on without me. I love you. Ugh.
Has anyone ever made it this far? No. He's the first. And it appears he may be the last as well. So, what happens now? Now, dear girl, our work can finally begin. Soon, I will make the dilemma of free will nothing more than a distant memory in the history of humankind. And this is the man who will help me do it. Ignorant girl. Did you honestly think a simple knife would be enough to stop me? No! Roberto, don't trust. Stay back, you motherfucker. Roberto, you must realize at this point that you were brought here for a reason. You were always meant to be here. You're the key to everything. I said stay back! I know what you've been doing here. What you've done to all those innocent people. You must understand. I only did what was necessary. Necessary? You're a fucking monster. Monster, psychopath, God. I've been called many things of the last century, Roberto. But do you know what all those things have in common? Power. Power to see the bigger picture. Power to take one's destiny into his own hands. Power to overcome death itself. Power of choice. Join me, Roberto. Let us become the masters of our own destiny. Together. Bitte was? Ich habe jetzt die Wahl, mich Christopher, diesem, ich möchte jetzt mal sagen, leicht gestörten Menschen, mich anzuschließen, gemeinsame Sache zu machen oder ihn eventuell zu erschießen. Probier das. Easy, Roberto. Das Spiel entscheidet für mich. Ja. Die Kugel kann, glaube ich, nicht so viel ihm anhaben, leider. This isn't what was supposed to happen. There! How's that for being the master of my own destiny, you lunatic? Also ich glaube, Roberto stirbt jetzt, oder? Ja, und ihmchen macht die Kugel gar nichts aus. It was supposed to be you! It had to be you! Alter! How did you make the wrong choice? How? Was ist er denn für ein Psycho? Alter! To the principle of free will! Ja. Now I must start all over again. No matter. Wie jetzt? Ah, my head. Euer Ernst? Lol. Ja, okay, cool. Das Spiel haben wir durch. Und bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.